Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Heute geht es zum Krokodil. Das muss nämlich erledigt werden und wir werden... Okay gut, sie bleibt nachts in der Villa. Das heißt, wir haben das perfekte Timing erwischt, sie jetzt zu erwischen. Und ich hoffe, dass unser Pferdchen auch ein bisschen flotter unterwegs ist, damit es auch noch nachts ist, wenn wir dann da sind. Ist ja echt schon ein bisschen langsam, ne? Na komm, ein bisschen flotter geht das doch, mein Lieber. Aber gut, wir sind etwas abgelegener. Wir können ja derweil nochmal kurz auf die Map schauen, ob der Berg da noch ist. Oh je, der ist da auf jeden Fall noch irgendwo in der Nähe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum baut man irgendwelche Gegner in die Spielwelt, die einen locker fertig machen werden? So, sehr schön. Wenn wir nicht mal auf einer Straße unterwegs sind, dann kann unser Pferdchen auch ein bisschen schneller reiten. Ach, hier ist die Statue. Die machen wir mal gerade kaputt. Da das relativ schnell erledigt ist, kein Problem. Und der Berg reitet scheinbar oder läuft weiter in Richtung Norden. War vielleicht perfekt, damit wir unsere Quest hier erledigen können. Das ist die Kornkammer, von der Hutte versprach. Das Krokodil muss da drin sein. Wie viele Wochen schreien Sie schon die Tore an? Okay, Moment, aber wenn ich das richtig sehe, dann muss ich jetzt nicht in dieses Sperrgebiet rein, oder? Sondern nur dahinter irgendwo hin. Aus dem Weg! Was bist du denn für einer? Ich reite den sogar extra aus dem Weg, aber trotzdem brüllen die einen an. Okay, ist das jetzt ein Sperrgebiet? Scheint ja gar nicht mal so gut bewacht zu sein, ne? Das Sperrgebiet von eben ist noch krasser bewacht. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Gefällt dir dein neuer Posten, meine Meisterin? Ja, Herrin. Es ist alles so, wie ich es mir erhofft hatte. Es wird dir an nichts fehlen, solange du an meiner Seite bist. Solange du loyal bist. Solange du mich nicht... Ich wusste, du kommst, alter Freund. Vielleicht war es mir bestimmt... Durch deine Hand zu sterben. Ja! Ermordet. Von einem von euch. Shadia. Wer? Shadia! Das Kind, das du ertränkt hast! Wie alle deiner Art erkennst du nicht, wie großartig Ägypten sein könnte. Ist es das, was du dir vormachst? Du vergisst die, die du getötet hast. Sie war das Kind von Renut und Hotefress. Renut war ein sturer Bock. Diese Aufzeichnungen hätten jede Hoffnung zunichte gemacht. Dafür zerstörst du Familien? Ich tat, was getan werden musste.
Ich werde alles vernichten, wofür du stehst, Berenike. Und ich töte alle, die so sind wie du. Doch im Moment zählt nur, dass du Shadia getötet hast. Und das Letzte, das du hören wirst, ist ihr Name. Shadia! Ich will dich nicht töten, Kenza. Aber sieh nur, wem du dienst. Okay. Gut interagiert. Alles klar. Ich hab diese Klinge noch. Gut. Zachar, Alekal Tachalos mit El Hedaf. Thomas. Wie läuft es? Alter. Jetzt töten wir Leute, damit wir die einzigen sind, die unsere Vergangenheit entdecken. Oh nein. Okay, das ging ein bisschen schnell. Okay, ich weiß nicht, also ich bin nie so ein riesiger Fan davon gewesen, die aktuelle Zeit in Assassin's Creed zu erkunden. Ich finde, das ist immer so ein kleiner Immers... Ich hab diese Klinge noch. Gut. Ich finde, das ist immer so ein kleiner Atmosphärebruch. Wie läuft es? Schlecht. Wie läuft es? Schlecht. Ich meine, jetzt Leute umzubringen, für was genau? Es gibt keinen Grund. Also außer, gut, dass die uns töten wollen, aber auch umgekehrt rum funktioniert die Logik, finde ich, nicht wirklich. Ich muss es tun. Sie oder ich. Ich wollte schon sagen, wie, der dreht sich um. Nein, nicht! Bitte! Nicht! Die? Nicht die. Nein, nein, nein. Ah! Fickt euch, Abstergo! Ich zieh das jetzt durch! Wenn ihr das hier hört, seid ihr von Abstergo und ich bin tot. Tut mir einen Gefallen. Sorgt dafür, dass Sophia Ricken das hört. Ich wollte immer am Animus-Projekt arbeiten. Ich wartete 12 Jahre. Das Warten brachte nichts. Also baute ich einen Animus, der mir Zugang zu allen Erinnerungen gibt, nicht nur denen meiner Vorfahren. Ich habe sogar die Geburtsstunde der Assassinen miterlebt. Artefakte, Gräber, die eigentlich nur als Legenden galten, ich habe sie gefunden. Weil ihr mich getötet habt, verliert ihr dieses Wissen. Ich verstehe, warum ihr mich töten wolltet. Aber musstet ihr meine beste Freundin töten? Warum hat sie... Oh, Habibti. Ich hätte auf dich hören sollen. Okay, also... Ich glaube nicht unbedingt, dass sie tot sein muss. Ein Balken. Ein halber Balken. Keine Schmerztabletten mehr. Thank you.
Okay. Das ist doch aus Final Fantasy. Oder? Ja, also es gibt auf jeden Fall so ein paar paar Überschneidungen mit Final Fantasy, wo man sich jetzt zusammengetan hat. Was ich grundsätzlich sehr cool finde. Aber, ja, weiß nicht, ich finde diese Abschnitte zwischendurch immer ein bisschen komisch. Ayas Brief. Bayek, wir haben eine Allianz mit Pompeius, aber... Okay, zwei weitere Quests erhalten. Aber Apollodoros hat schlechte Neuigkeiten. Die, die wir verfolgt haben, waren nicht Chemus Mörder. Bastard ja, aber es gibt zwei weitere Namen, die wir auslöschen müssen. Den Skorpion und den Schakal, Mitglieder von Ptolemaios Garde. Ich treffe dich in Herakleion, sobald Foxidas und ich unsere Marinemission abgeschlossen haben. Ich liebe dich mehr denn je, Bayek. Wir haben dieses Leben nicht gewählt, aber das Schicksal hat dem Orden der Ältesten Tür und Tor geöffnet. Und wir müssen unsere Leben dafür geben, sie wieder zu schließen. Ich habe diese Scheißkerle getötet. Apollodoros muss davon erfahren. Auf nach Herakleion. Okay, mit Kleopatra reden. Oder vielleicht nochmal das eine oder andere hier tun, um ein bisschen Leben zu haben. Ein bisschen mehr Leben zu haben. Indem wir ein Level aufsteigen. Okay, zwei weitere neue Main-Quests haben wir hier. Vielleicht kann ich ja den Berg schon mit Level 30 angreifen. Wer weiß, wobei, das lasse ich lieber. Die Frage ist jetzt natürlich, wo genau ist Herakleion? Wir schauen mal gleich auf die Karte, wo die beiden neuen Gebiete sind, wo wir hin sollten. So, ganz kurz. Quests. Shadias Ruhe. Okay, gut. Ist aber auch nur eine Nebenquest eigentlich, okay. Die nächste Hauptquest ist 7500 Meter entfernt oder 7,5 Kilometer. Und ganz im Norden. Okay. Ah, okay, das erklärt auch wahrscheinlich, warum hier zum Beispiel dieses halbe Horn mit Level 38 da rumläuft. Der eiserne Bulle mit Level 40, okay. Ja, Res Gnade. Den könnten wir uns bald echt holen. Aber ansonsten heißt es jetzt erstmal wieder etwas aufleveln. So, Moment, wir rüsten mal unser anderes Pferdchen aus. Erstmal hier Bogen. Den leichten Bogen wegmachen. Und Reittier. Dann nehmen wir mal den römischen Hengst. So, und dann können wir eigentlich dieses Gebiet mal kurz erkunden. Mal in Richtung Stadt gehen. So ein bisschen Sightseeing ist auch manchmal ganz gut. Ach, Philadelphia. Ich hatte sowieso ein bisschen Hunger. Reden die mit jedem so, der hier vorbeireitet oder vorbeifährt oder was auch immer vorbeiläuft? Okay, vier Leute, zwei Schätze. Ich habe mich vertan, Leute. Ich gehe weg hier. Wow. Diese Zone ist tabu.
Was? Ja, komm, jetzt aber. Ja, ich habe schon längst Y gedrückt. Hey, was? Hey! Das war's! Okay, blöd, dass die Y-Taste nicht mehr verfügbar war. Okay, sehr schön. Komm schon. Stufe 30. Oh, fast. Hey, was? Was? Jawohl. Level up. Sehr schön. Das wollte ich. So, sehr schön. Und außerdem, was haben wir noch in diesem Gebiet zu erkunden? Wir könnten hierhin mal. Und dann ganz in den Norden. Da ist mittlerweile niemand mehr. Okay, das ist einfach nur aufgeploppt. Das hat man jetzt wirklich mal gesehen. Ey, zertritt doch nicht alles, Kleiner. Okay. Okay, das war nicht beabsichtigt. Das aber. Ja, ich wollte eigentlich nur eine der beiden Tasten drücken. Oh, Alter. Eine geschundene Leiche. Heieieiei. Okay, gut. Ich dachte schon, er will gar nicht mehr aufstehen. Wow, okay, gut, es gab viele Goldmünzen hier. Gebt den weg. Helft mir mal hier drüben! Ah, Scheiße! Da helfe ich dir. Warum steht das seit neuestem immer wieder da? Bei einigen Sachen könnte ich verstehen, dass da das zur Aufgabe gehört. Konflikt verlassen oder beenden, aber hier verstehe ich das halt wirklich nicht. Thank you.
Ich meine, es ist doch logisch, dass ich zwei Möglichkeiten habe. Das muss man einem jetzt auch nicht unbedingt so mitteilen, oder? Ich meine, okay, man möchte auch die Spieler abholen, die nicht so mit Spielen vertraut sind, aber... Oder die Leute abholen, die mit Spielen nicht so vertraut sind, aber komm, das ist doch wirklich sowas, wo man... Na egal. Wir spielen übrigens wieder in nativer 1440p Auflösung. Ich habe mir einfach mal gedacht, okay, machen wir das. Und ja, der Grund, warum ich das auch mittlerweile wieder machen kann, ist, ich kann es einfach nicht lassen, ne? Ich habe mir mal die Bilder angeschaut, die die Elgato 4K 60 ausspuckt und die Bilder, die die HD 60 Pro rausgegeben hat. Und da habe ich festgestellt, die 4K 60 Pro ist, und das ist nicht nur, weil ich jetzt in 4K aufnehmen kann oder so, aber wenn ich die Videos in 4K hochlade, dann sieht es in Full HD und in 1440p oder auch in 720p so viel besser aus. Also Full HD mit der 4K 60 Pro sah besser aus als hochskalierte 1440p von der HD 60 Pro, also Full HD Bild hochskaliert. Aber das sah trotzdem, wie gesagt, besser aus, wenn ich es mit der 4K 60 Pro aufgenommen habe und ja, daraus ein Full-HD-Bild nur mir angeschaut habe. Und das liegt nicht unbedingt nur am Hochskalieren, weil genauso gut könnte man sagen, okay, das Full-HD-Bild von der 4K 60 würde dann nochmal umso besser aussehen ohne Skalierung als das, also ohne Skalierung der HD 60 Pro, als die HD 60 Pro. Und deswegen, ja, habe ich jetzt wieder eine Elgato mir bestellt und ich hoffe, dass die technisch funktioniert. Was ist hier los? Mein Freund, du bist hier. Ein Glück. Wer ist das? Wo ist Renut? Mein Weib ist, wo immer sie auch ist, kalt und reserviert. Das ist Vergangenheit. Sie wollte gerade gehen. Du bist ein Schwein. Ich hab mich eh gelangweilt. Danke für den Wein. Renut ist bestimmt unten am See. Ich bring dich zu ihr. Lass mich wissen, wenn du soweit bist. Hotefress, was soll das? Was denkst du dir? Du wirst alles verlieren. Ich weiß. Ich bin momentan vollkommen nutzlos. Dann sei nicht mehr nutzlos. Sei grimmig. Nimm dein Schwert und fang an zu kämpfen. Ich habe schon lange kein Schwert angefasst. Ich bin nur an der ganzen Sache beteiligt, weil Apollodorus es quasi verlangt hat. Er meinte, wir wären alle durch eine Verschwörung gefährdet. Und jetzt ist Shadja tot. Etwas Großes passiert. Du hattest recht zu helfen. Es war eine Dummheit. Ich wollte es gar nicht. Renut bestand darauf, es sei unsere Pflicht, wenn ich nicht auf sie gehört hätte. Wir müssen weiter. Oh. Warum kann ich nicht Y auswählen? Okay, gut, wir sind eh schon da. Wir haben einen Schrein am Wasser gebaut. Shadja liebt das Wasser. Wir füttern jeden Abend die Fische. Ich meine, sie liebte Vergangenheit. Okay, redeten die jetzt auch, oder... Renut, schön dich zu sehen. Renut? Das ist aus ihr geworden. Ich weiß, was helfen könnte. In Siva gibt es ein Ritual für den Übergang unserer Liebsten. Was dagegen? Versuch es. Ich brauche noch etwas dafür. Ich komme bald wieder. Ich sollte sie trauern lassen. Ich werde eine Feder brauchen. In der Nähe liegt ein Feuchtgebiet. Dort finde ich Vögel.
Ich habe, was ich brauche. Okay, das hat ja perfekt funktioniert. Gut, dann beginnen wir mal mit dem Ritual. Du tust, was dir gesagt wird, du fauler Hund. Wenn du mehr Korn brauchst, bau mehr an. Das ist nicht mein Problem. Hauptmann! Renut, nein! Lass das! Ich weiß, dass du kein Korn von diesem Bauern erpresst. Denn das verstößt ja bekanntlich gegen mehrere ägyptische Gesetze. Als Amtsträger im Fayum wissen wir das beide. Oder nicht? Wir werden uns wiedersehen. Versprochen. Mein Gatte. Wir müssen unsere Trauer abschütteln. Andere dürfen nicht auch noch leiden. Nicht, wenn wir es verhindern können. Du warst auch einst ein Kämpfer. Warum haben wir diese ägyptische Kuh? Bilde deine Mauer! Blitze ich auf! Hey! Ihr habt damit nichts zu tun, lasst es lieber. Immer mit der Ruhe, Leute. Alles cool. Ein Rangabzeichen. Es ist mir unbekannt. Vielleicht weiß Hotefress mehr. Niemand wird ihn vermissen. Er sprach von einem Kommandanten. Jemand anderes gab die Befehle. Das ist noch nicht vorbei. Du lebst? Sie wollten Chenut ermorden. Jetzt sind sie tot. Ich beneide sie. Tja, es musste wohl sein. Eine andere Sprache verstehen diese Soldaten nicht. Da ist mehr. Der Hauptmann hatte Befehle. Er trug dieses Rangabzeichen. Erkennst du es? Ja, das ist nicht gut. Es stammt aus der Bubastos-Feste im Osten. Sie wird von einem Malakier geführt, der sich für unbesiegbar hält. Ach, Renut hatte recht. Die Bevölkerung wird leiden, wenn wir nichts tun. Bayek, ich bitte dich nur ungern, aber wir brauchen Hilfe. Die kriegst du. Doch zuerst muss ich etwas anderes tun. Ich kehre bald zurück. Shadia, mein Lotus. Niemand soll mehr so leiden müssen wie du. Das schwöre ich. Auf Wiedersehen, meine Kaulquappe. Schwimme ewig in Freiheit.
Bekar Hedji Seti. Addet hen. Hedji Sejiriet. Okay. Es kommen echt viele Missionen weiter auf. Wobei wir auch viele erledigen, aber. Ja, ihr seht, es kommt immer und immer und immer wieder ein bisschen Nachschub. Was wir jetzt mal vielleicht machen können, das geht auch ganz kurz. Wir könnten mal die Mission Wasserratten erledigen, damit wir nicht ständig eine Stufe 3 Quest hier haben. Und vielleicht können wir hier uns die ganzen Schätze nochmal anschauen. Also quasi nochmal kurz nach Siva zurückkehren. Warum nicht? Warum nicht mal das erste Dorf sich nochmal anschauen, wo man quasi gestartet ist auf seine lange Reise hier durchs Spiel. Oh, hier haben wir sogar noch eine Quest. Bikes Versprechen. Und hier kamen wir am Anfang her. Oder? Weil das hier haben wir nicht entdeckt. Okay, auf zur eigenen Markierung. Ja, ich weiß auch, als ich am Anfang sehr, sehr oft gestorben bin. Das war sehr ungewohnt, das Spiel. Und ich muss sagen, es ist immer noch ziemlich ungewohnt. Also die gesamte Neuausrichtung, die geht ja in die Richtung Questen und hier und da alles Mögliche erledigen, um im Level aufzusteigen. Früher war das Ganze ja optional, mittlerweile musst du das ja in deinen Playthrough integrieren, weil du sonst keine Chance hast, später gegen irgendwelche Charaktere zu kämpfen. Okay, nochmal kurz hoch. Es wirkt nämlich so, als würde man hier sehr lange unter Wasser bleiben. Frag mich, ob in jeder Kiste immer dann das Gleiche drin ist oder ob es davon abhängig ist, wann man die Kisten findet. Was dann halt drin ist, weil wenn ich schon so früh Stufe 64 Schwerter gefunden hätte, das wäre schon krass gewesen, glaube ich. Okay, kurz an die Oberfläche. Ah, hier hinten gibt es nochmal einen kleinen Weg. Auch für einen ordentlichen Raubtierbogen. Okay, gut, Erfahrungspunkte gibt es aber nur 150. Und da wir gerade hier im Süden sind, ich gehe mal in dieses Gebiet hier. Mm-hmm.
Okay, extrem viele weiches Leder. Auch das, das werden wir gut gebrauchen können. Das? Bike, du wolltest was sagen? Oder nicht? Okay, das wollte ich eigentlich nicht, aber... Oh, die kosten einem ja kaum Leben. Vielleicht kann ich jetzt mal ein bisschen so rumschreien. Gib den Weg frei! Doch, das müsste eigentlich der Anfang des Spiels gewesen sein, oder? Ah, Geiernest, hier kann ich ein Tier töten. Warum soll ich das? Okay, Geierkönig. Oh. Hey, die sind doch sicherlich nur Aasfresser, auch im Spiel. Oder verwechsel ich da gerade irgendwas? Ja. Wow. Okay, bin mal gespannt, wie wir jetzt zu dieser Nebenquest kommen. Ja, für die nächste Hauptquest müssen wir so oder so. Ich schau nochmal ganz, ganz kurz. Sorry. Ach, Stufe 31 haben. Oh Gott, das geht ja voll. Das geht ja tatsächlich. Ja, da sind wir relativ bald sogar dran. Oh Mann, sind die Augen komplett verdeckt oder wie? Also, so gut wie komplett, also so ein bisschen... Moment. Es gab doch... Mit Fotomodus, genau. Es sind ja nicht mal Scheuklappen, das ist einfach komplett... Das Pferd kann ja eigentlich nur noch nach vorne gucken und das minimal. Das habe ich mir nie so genau angeschaut. Ich glaube, im Bild ist es auch ein bisschen anders dargestellt. Im Vorschaubild. Oh mein Gott, das ist... Das ist sogar ein goldenes Fragezeichen. Huiuiui. Das könnte interessant werden. Da hat sich der Ritt scheinbar doch sehr gelohnt. Hat man das auf der Minimap schon die ganze Zeit gesehen? Okay, gut, das Nebenquest-Symbol hat es die ganze Zeit verdeckt. So, ganz kurz. Ich will auch bitte mal mein Pferd ändern. Weil das finde ich echt... Wow. Ein bisschen unschön, das einem Pferd so anzutun. Oh, ha.
mein Sohn. Du wolltest die Sterne. Die Steinkreise zeigen die Plätze der Götter im Himmel. Und dein Großvater erzählte mir, dass sie auch unseren Platz in der Welt zeigen. Ich werde jeden Steinkreis finden. Die Sphinx und die Pyramiden auch. Und ich finde meinen Platz. Und du wirst sie bekommen. Papa, warum gibt es so viele Arme in Ägypten? Und die nicht hierher gehören, sind reich. Ägypter haben vergessen, wer sie sind. Sie nehmen eher Reichtum als Ehre. Dann bleibt ihnen nichts. Nicht mal Gerechtigkeit. Aber wir sind Magi. Wir bringen Gerechtigkeit und Ehre nach Ägypten zurück. Ja, mein Sohn. Wir haben nicht vergessen, wer wir sind. Wir bleiben beständig ganz gleich, wo wir herkommen. Amun, der König der Götter. Aufgeteilt in zwei Erscheinungsformen. Amunet, die große Göttin der Verborgenheit. Und der Herrscher über den Wind. Er bewahrt die Gerechtigkeit als Herrscher der Schatten und der Stille. Vernimmt er die Stimme der Armen. Er hört die Geständnisse der Demütigen. Und vergibt ihnen. Oh Mann, das ist ja echt unübersichtlich hier. Okay, das war ein kleiner Tipp. Noch weiter rechts, okay. Ach, das. Ah, die goldenen darf man auch ausfüllen, okay. Wir kamen eigentlich für eine andere Nebenmission, aber ich bin froh, dass wir hierher gekommen sind. Also Leute, 11 weitere Steinkreise sind überall in Ägypten verstreut. Wir müssen die auch noch finden und ja, dem Ganzen widmen wir uns beim nächsten Mal erst. Wir müssen nicht so viele Nebenquests machen. Ich würde sagen, wir kehren bald nach Krokodilopolis zurück. Wäre ich vielleicht jetzt schon, wenn da nicht der Berg wäre. Aber ja, vielleicht holen wir uns auch erstmal Res... Zorn? Wie hieß der nochmal? Moment. Oh, das ist ja echt riesig, das Gebiet. Also ich kann nochmal... Ich kann nicht weiter rauszoomen, aber... Naja, ihr wisst, wie groß das Gebiet ist. Ich habe es ja am Anfang schon mal so ein bisschen skizziert. Res Gnade war es, genau. Können wir uns ebenfalls nochmal holen. Ansonsten Krokodilopolis ist im Moment ein bisschen frei. Und da können wir uns ein bisschen austoben. Und hier und da ein paar Nebenquests machen, denn unterlevelt möchte ich da definitiv nicht hin. Mit dem gleichen Level, was für die Quests empfohlen wird, da könnte man schon eher drüber sprechen. Ja, aber für die Folge war es das. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Assassin's Creed Origins. Haut rein!